Hello, and welcome to the Collegium, and our special presentation, the 14th Black International Cinema, Berlin Cottbus. We're here at the Hochschule der Künste, the concert hall at Bundeshalle. And tonight we look forward to sharing with you the Fountainhead Tanztheater with special guest Marsha Heinsberger from the United States and extra special guest artist, Professor Gail McKinney Griffith. Following the Fountainhead Tanztheater, we have Stravinsky, Concert for Two Pianos, with Sonia and Shanti Sungkono. After that, we have the Wild Ginger Chamber Players, and last but not least, American Songs, under the direction of Anka Akers. So remember, whatever you do, besides staying cool, remember to participate in the Collegium.
I wonder if she could tell I'm home right now.
God, Christ. Oh Mann, ich scheiße, so eine Aufklärung gehen könnte. Blöde Kuh, echt, ey. Sie steht immer hier drin, wenn ich rieche, ich dufte. Ich musst du nicht mal ernst? Ich merk's wirklich, aber ich rieche nichts. Steht überhaupt nicht. Mach auf. Ich hau nicht wahr. Los, der eine. Leute, ich muss aber nach auf die Kuh. Schnell, da. Meine Damen,
gestern wieder bei den Herren gewesen, ne? Das müssen wir gleich noch mal machen. Und Position! Des Weltbildes von Gandhi. Es ist möglich, die Existenz Gottes in gewisser Weise durch die Vernunft zu erkennen. It is possible to recognize the existence of God to a certain extent through the use of reason. Es gibt eine Ordnung im Universum, ein unveränderliches Gesetz beherrscht alles. There is a scheme of things in the universe, an irreversible law that governs everything. Inmitten des Todes dauert das Leben fort. Inmitten der Unwahrheit dauert die Wahrheit fort. Inmitten des Unrechts dauert das Recht fort. In aller Dunkelheit dauert das Licht fort. In the midst of death, life continues. In the midst of untruth, truth continues to prevail. In the midst of injustice, justice endures. In the midst of darkness, light continues to exist. Während alles, was mich umgibt, ewigem Wechsel unterworfen ist, ist zugleich eine lebendige Kraft am Werk, die sich nicht verändert. Whereas everything that surrounds me is subject to eternal change, at the same time an active living force exists that does not undergo alteration. So viel ich glaube, gibt es im Jenseits keine Begegnung, wie wir sie jetzt haben. As far as I believe, there is no encounter within the beyond, as we have it in the present. Wenn die einzelnen Tropfen vergehen, dann teilen sie wieder die Majestät des Ozeans, dem sie gehören. When the single droplets vanish, they participate again in the majesty of the ocean, where they belong. Einzeln sterben sie, um sich wieder mit dem Ozean zu vereinen. They die separately to be reunited with the ocean. Elements of the world picture of Gandhi.
Ernestine Anderson, A Lovely Way to Spend an Evening. Ich würde gerne im Rahmen von Jazz Radio dem Berliner Fountainhead Tanztheater und seinem Direktor Professor Donald Muldrow Griffith gratulieren. Denn die haben eine ganz besondere Auszeichnung erhalten, und zwar vom Bündnis für Demokratie und Toleranz für den Einsatz von Professor Griffith und seinen Kollegen zur Förderung der hervorragenden Beziehung der Gemeinschaft durch ihr TV-Programm The Collegium. Das Programm wird dreimal die Woche vom Community Channel Alex Berlin ausgestrahlt und darüber hinaus in anderen Städten Deutschlands und in den USA. Gestern wurde die Auszeichnung im Roten Rathaus verliehen. Und ich darf auch nebenbei noch erwähnen, dass Professor Donald Muldrow Griffith ein ziemlich talentierter Jazzsänger ist. Und welch schöneren Weg gibt es, zu Toleranz und Verständnis aufzurufen, als durch die Kunst, durch Musik und durch den Jazz. Also Gratulation. Und hier und jetzt geht's natürlich auch weiter mit Jazz. Soul Talk sind hier mit Loving You. On a clear day, rise and look around you, and you'll see. The glow of your beam outshines every star. You'll feel part of every mountain, sea, and shore. You can hear from far and near a world you've never heard. Clear day. On that clear day, you can see forever and ever the other day, sort of reminiscing, if you will, about a woman that I fell in love with a long time ago. Well, this was a very special woman. You know, I thought I was pretty cool too, smooth as it could be. But when I met this woman, well, I found out that I wasn't quite as cool as I thought I was. She was beautiful, intelligent, talented, but she was powerful. There was something very strong about this woman. But over a period of time, she decided to show me her vulnerable side, and we came together. And it was wonderful. But of course, there's a sad side to this story, too. And the sad side basically was my fault. I'll tell you about it.